Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meinen Neuzugängen aus dem April. Und ich sage schon mal so viel, es ist total verrückt. Ich sitze neben zwei Riesenstapeln und zu diesen zwei Stapeln kommen ja auch noch so ein paar E-Books und ja, was soll ich sagen? Es gibt keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung, denn ich habe jedes Buch gekauft, weil ich es spannend fand, interessant fand und mich einfach auf die Story freue. Und dementsprechend ist das jetzt für den April einfach mal in Ordnung, dass es 30 neue Bücher geworden sind. 20 echte Bücher stehen neben mir. 10 Bücher sind als E-Book bei mir eingezogen. Es gibt diesen Monat kein Audible-Hörbuch, was ich mir geholt hätte. Und ja, ich denke, so viel vorher Geplänke brauchen wir wohl nicht, wenn ich noch zu jedem Büchlein ein bisschen was erzählen möchte. Ja, es sind schließlich 30 Bücher. Und wir beginnen mit Der schwarze Thron von Kendara Blake. Ein Buch, das ja doch in aller Munde ist, denn es gab eine spezielle Bloggeraktion vom Verlag. Und so bin auch ich auf dieses Buch aufmerksam geworden, ohne jetzt Teil dieser Aktion zu sein. Es ist ein High-Fantasy-Buch. Es geht um drei Schwestern, die ja im Grunde die Thronerbinnen sind. Aber nur eine kann dann eben Königin werden. Und es soll wunderbare Jugend High Fantasy sein und ich bin mega gespannt auf die Geschichte, denn ich finde es ja immer wieder toll, dass man doch bei der Jugend High Fantasy auch immer weibliche Protagonisten findet, was ja wiederum beim Erwachsenen High Fantasy eher selten vorkommt und freue mich hier hoffentlich auf drei starke Charaktere, die mich dann auch überzeugen können. Das zweite Buch ist ebenfalls ein E-Book, was mir vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde und zwar You Are Wanted von Arno Strobel. Aufmerksam geworden bin ich darüber, weil es ja auf Amazon aktuell auch die Serie gab und somit auch zwei, drei Leute in meinem Freundeskreis darüber gesprochen haben und ich dachte, bevor du dir vielleicht die Folgen über Amazon anschaust, liest du doch erstmal das Buch. Und ja, so habe ich mich sehr gefreut, das E-Book zu bekommen. Es ist auch gar nicht so dick, ich glaube von der Seitenzahl. Und ich denke, dass es jetzt auf jeden Fall auch im Mai gelesen wird. So, auch mein zauberhafter Buchladen am Ufer der Seine. Ein Buch, ja, auf das ich mich sehr, sehr freue, denn es spielt in Paris. Und ich hatte es schon bei meinen Neuerscheinungen für den April vorgestellt. Und ja, habe mich seither darauf gefreut, es dann auch in Händen zu halten. Und so ist dann auch das E-Book bei mir eingezogen, worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe. Und ja, wir haben hier, wie der Titel schon sagt, eben einen Buchladen an der Seine und natürlich eine zarte Liebesgeschichte und ich bin sehr, sehr gespannt, was es hier so auf sich hat. Auch das nächste Buch ist ein E-Book und zwar Magonia von Hadley und ja, von diesem Buch hört man allerlei Unterschiedliches aktuell. Eine Welt, in die ich eigentlich gerne eintauchen wollte, doch die Stimmen sind zum großen Teil doch gar nicht so positiv. Dementsprechend bin ich jetzt natürlich noch neugieriger auf die Geschichte und bin gespannt, ob sie mir gefallen wird und wenn ja, wie gut und bin hier sehr neugierig. Das Cover hierzu ist natürlich auch super, super schön und ja, ich bin mega gespannt auf die Geschichte. Ein Buch, das wir voraussichtlich Mai oder Juni ja auch in einer Facebook-Lesegruppe lesen werden, ist Die Bienen von Laline Paul. Und zwar habe ich hier eine kleine Medimops-Bestellung am Anfang des Monats gemacht. Und ja, ich packe euch die Lesegruppe zu Die Bienen mal in die Infobox. Es steht aktuell noch ein bisschen die Umfrage, wann wir loslegen und guckt da einfach vorbei. Wenn ihr das Buch vielleicht auf dem Sub habt oder schon lange lesen wollt, ja, dann guckt einfach mal mit rein. Ich habe das Buch für 3,20 Euro eben von Medimops gekauft und ich finde nicht, dass an diesem Buch irgendwas ist. So auch das nächste Buch, was natürlich schon ein bisschen älter ist, von Dan Simmons ist Der Berg bei mir eingezogen. Ja, ein Buch, das wir wohl voraussichtlich im Winter lesen werden in der Dan Simmons Lesegruppe. Auch die packe ich natürlich in die Infobox. Dan Simmons hat mich ja absolut gepackt. Mit Terror, mit Root konnte er mich nicht ganz so begeistern. Und ich bin sehr gespannt, was es hier auf sich hat mit der Besteigung des Mount Everest und ja, was wir hier so gezaubert bekommen. Wieder eine Mischung aus historischen Fakten und natürlich der Fantasie von Dan Simmons, was ich wirklich immer eine tolle Mischung finde. Und das Buch habe ich für 4,20 Euro bei Medimops bestellt. Dann habe ich mir, ja, Die Entdeckung der Langsamkeit mitbestellt von Stan Nadolny. Ich bin durch meine Recherchen von Terror auf dieses Buch immer mal wieder gestoßen, denn es geht hier eben auch um den John Franklin,
der eben der Kapitän der Terror war. Und auch dieses Buch wollen wir Ende Mai lesen in der Dan Simmons Gruppe. Also guck da einfach vorbei. Eingeteilt ist es auch schon. Ich glaube, wir starten am 28. wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, ich glaube an dem Sonntag, den letzten Sonntag im Monat. Und es sind, glaube ich, 7 oder 8 Leseabschnitte geworden. Und dieses Buch habe ich für 2,90 Euro ergattert. Und das ist, bis auf ein paar gelbliche Seiten, ist an diesem Buch aber nichts dran. Und ich freue mich sehr auf die Geschichte. Und das letzte Buch, was ich mir dann beim Mediamops mitgenommen habe, war Der Übergang von Justin Cronin. Ja, das ist eine Buchreihe, die ich im Regal stehen haben möchte, und ich habe ja den ersten und den dritten nur als E-Book gelesen. Den zweiten, die 12, hatte ich ja schon in der Taschenbuchausgabe, weil ich das mal irgendwann als Mängelexemplar mitgenommen habe, nicht wissend, dass es eben ja der zweite Band einer der Reihe ist, der Passage-Trilogie, und ich musste diese Bücher muss ich einfach im Regal haben, und ja, freue mich sehr, dass ich es für 4,40 Euro ergattert habe. Dann ist ein kleines Buchpaket von der lieben Sandra eingezogen. Ich packe ihren Kanal mal in die Infobox. Ja, sie hat ein bisschen ausgemistet, hat dazu auch einen Ausmist-Video gedreht, was ich super spannend fand. Und sie hat mich bei den ausgemisteten Büchern eben ein bisschen gefragt, ja, was hättest du denn davon gerne? Und ja, auf Empfehlungen von ihr, wo sie gesagt hat, diese beiden Winterbücher waren wirklich schön, haben mich in Stimmung gebracht, werde ich aber wohl kein zweites Mal lesen, habe ich mir sie dann im Grunde von ihr zuschicken lassen. Und zwar von Mary Kay Andrews, einmal Weihnachtsglitzern und einmal Winterfunkeln, und ich freue mich jetzt im Grunde dann schon auf die Winter-Weihnachtszeit, diese beiden Bücher dann auch zu lesen, und bin wirklich sehr, sehr gespannt. Das heißt hier eben auch, liebst du auch das Weihnachtsglitzern? Und auf dem anderen heißt es, große Gefühle und der Zauber von Weihnachten liegen in der Luft. Das Buch für die romantischste Jahreszeit. Ja, ich danke Sandra nochmal auf diesem Wege. Ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Und ja, freue mich jetzt natürlich auch sehr aufs Lesen. Dann ist ein Zeitreisebuch bei mir eingezogen. Der Zeitenläufer Dark Matter von Blake Crouch. Ein Buch, von dem Phil sehr, sehr geschwärmt hat. Und ich einfach dachte, ich mag Zeitreisegeschichten. Und hier einfach auch sehr, sehr neugierig bin, was es mit dieser Geschichte auf sich hat. Und ich finde, mit Zeitreise kann man mir relativ wenig falsch machen. Und ich bin hier sehr neugierig. Auch das sehr dunkle Cover hat mich hier natürlich direkt nochmal ein bisschen neugieriger werden lassen, und ich finde, Zeitreise, ja, kann fast eigentlich nur gut sein, und ich bin mega, mega gespannt, was es mit dieser Zeitreisegeschichte auf sich hat. Dann ist eine etwas andere Art von Buch bei mir eingezogen, und zwar Mudras von Swami Saradananda aus dem Lotus Verlag, in dem unter anderem auch schon Die Katze des Dalai Lama zum Beispiel erschienen ist, und hier heißt es, der Energiekick für alle Lebenslagen, und es ist eben ein Hand-Yoga. Ich habe schon mal immer wieder davon gehört und fand das immer schon mal spannend, und als ich dieses Buch dann eben im Programm von Lotus gesehen habe, dachte ich, das probierst du jetzt einfach mal aus, und habe auch schon so ein bisschen damit angefangen, aber um dann natürlich dann was Abschließendes zu sagen, ja, brauche ich natürlich noch ein bisschen, und ich bin sehr neugierig, was mir dieses Büchlein so ein bisschen bringen wird. Dann waren wir in Bayreuth, meine Familie und ich, und haben meine Schwester vom Flixbus abgeholt, der sie von Köln zu uns sozusagen über Ostern und ihren Geburtstag gebracht hat. Und da gab es in der Thalia eine besondere Aktion, wenn man Mängelexemplare kauft. Ich glaube, dass wenn man 1 kauft, hätte man 4 Euro bezahlt, und sobald man 3 kauft, 2,99 €. Und so hatte ich dann, glaube ich, 4 Bücher in der Hand, wollte dann aber nicht auf die nächste Ebene, was 10 Bücher für 10 Euro gewesen wäre, das hätte ich auch nicht hingebracht. Und habe dann 1 zurückgelegt und habe mich dann für 3 Bücher entschieden. Zum einen für Stimmen von Ursula Poznanski. Ich weiß mittlerweile, dass es der 3. Teil einer Reihe ist. Der 1. Teil ist 5. Und 5 habe ich tatsächlich auf meinem E-Book-Sub. Wenn mir die Reihe also gefällt, würde mir im Grunde nur noch der 2. fehlen. Und ich hätte auch schon den 3. hier. Also ja, man könnte sagen, es ist fast praktisch. Dann von Moira Young, Dustlands. Der Auftakt dieser Reihe heißt Die Entführung. Und hier sind wir in einer wilden und wüsten Landschaft, und es heißt hier unten, eines epischen Fantasy-Abenteuers, eine Geschichte, die das Herz schneller schlagen lässt. Und es, ja, sie selbst sagt wohl von
sich, sie nennen mich den Todesengel, weil ich noch nie einen Kampf verloren habe. Und ich habe schon gehört, dass so ein bisschen der Schreibstil wohl sehr gewöhnungsbedürftig sein soll, aber wenn man mal drin ist, ist man drin. Ich bin sehr gespannt und mag eben einfach so Wüstenatmosphäre und ich mag eben Dystopien und ich finde, dass das einfach so nach einer Mischung davon klingt und bin dementsprechend auch sehr, sehr neugierig. So auch über das Buch von Joe Blood, Herz über Kopf, was nach einer niedlichen Liebesgeschichte perfekt für den Frühling aussieht. Ja, es geht nämlich darum, dass sie, glaube ich, von ihrem Mann vor dem Altar stehen gelassen wird und ein warmherziges Debüt über Abschiede, Neuanfänge und die manchmal turbulente Sache Suche nach der Liebe fürs Leben. Klingt auf jeden Fall schön, klingt jetzt perfekt für den Frühling, Sommer nach einer leichten Lektüre und da freue ich mich einfach, das mal an einem Sommertag im Garten am See irgendwo zu lesen. Durfte eben auch mit und so hatte ich die drei Bücher für Daniel 2,99. Dann hat mich ein Buch in der Drachenmond Blogger Lounge unglaublich angesprochen, nämlich Rebel, Gläserner Zorn von Miriam Hüberli. Ein Buch, das jetzt seinen zweiten Teil bekommen hat und wir als Drachenmond Lounge Blogger eben die Möglichkeit bekommen haben, auch den ersten zu lesen. Daher habe ich mich sehr über dieses Buch gefreut, bin mega gespannt, ob es mir gefallen wird und wenn ja, habe ich dann direkt auch die Möglichkeit, den zweiten Band lesen zu können und bin natürlich gespannt, wie mir diese Reihe gefallen wird, ob sie mich in den Band ziehen kann und ob sie mich begeistern wird. Bisher war ich ja von allen Drachenmond-Büchern sehr, sehr angetan. Weiter geht es dann mit der X-Reihe von der lieben Lena Karnau. Ich habe am Ostersonntag den ersten Teil verschlungen und so mussten dann auch Teil 2, 3 und 4 bei mir einziehen als E-Book. Nämlich es breitet sich aus, es zerstört dich und es bringt den Tod. Alle für je 2,99 und ich konnte nicht anders als den zweiten zu holen. Und als mir der noch gefallen hat, waren im einen Schwupps auch Band 3 und 4 da. Und ich habe die auch direkt schon im April gelesen. Guckt da einfach euch mal die Bücherwoche dazu an, beziehungsweise dann auch den Monatsrückblick, wo ich ein bisschen mehr dazu erzähle. Denn ja, die Reihe hat es wirklich in sich. Wir haben hier nämlich eine Jugend-Zombie-Apokalypsen-Geschichte, die sich aber weniger tatsächlich mit den Zombies beschäftigt, was ich gut und für mich auch richtig finde, weil ich bin eben nicht so der Fan, der dann den Zombies folgt, sondern eben eher den Menschen, wie gehen die mit diesen Situationen um. Und das hat Lena Karnau hier wirklich toll sich ausgedacht. Auch die Hintergrundgeschichte ist genial und hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. So, auch das nächste Buch, denn das neue Buch von Jackie Fellgut ist da, Das Päckchen, und sieht es nicht bezaubernd aus. Wirklich großes Buch-Cover-Kino, wie ich finde. Und auch die leichte, frühlingshafte Liebesgeschichte um eine Booktuberin, die eben ein Päckchen erhält, um ja dieses zu verlosen, um ihre im Wasserschaden zerstörte Buchhandlung oder Bibliothek zu retten, fand ich einfach toll. Nicht nur, dass die Booktube-Welt so ein bisschen in die Geschichte eingeht, sondern es ist auch eine Liebesgeschichte, ganz nach meinem Geschmack, mit der gewissen Portion Emotion und Humor und der tolle Schreibstil von Jackie ist hier wirklich einfach großartig. Guckt euch da auf jeden Fall mal das Buch an. Fand ich wirklich sehr, sehr schön. Dann ist bei mir als Rezi-Exemplar ein neuer Stephen King eingezogen, Der Bazar der bösen Träume. Das ist eine Sammlung aus einigen Kurzgeschichten. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele es sind. Es sind auf jeden Fall einige der letzten Zeit. Und ich hatte das Buch noch nicht als Hardcover hier, habe jetzt entdeckt, dass es eben das Taschenbuch gibt und habe mich sehr gefreut, dass es mir vom Heine Verlag zur Verfügung gestellt wird. Und ich denke, dass das auf jeden Fall dann ein Buch sein wird, das ich im Juni, Juli lesen werde, denn im Mai lesen wir jetzt erstmal Sunset, ebenfalls einen Kurzgeschichten-Sammelband von Stephen King, der ja auch die ein oder andere Geschichte, 13 neue unheimlichen Stories, und dann wollen wir ja im Juni den Anschlag lesen. Ich packe euch auch mal diese Lesegruppe in die Infobox und ich denke, danach wird dann, ja, oder vielleicht so nach dem, dazwischen, wie auch immer, wird dann Bazar der böse Träume folgen. Auch vielleicht so ein, zwei Geschichten in der Woche, dass man da so ein bisschen nebenbei was zu lesen hat. Und ich freue mich auf die Kurzgeschichten von Stephen King. Habe ich tatsächlich schon lange, lange keine mehr gelesen. Ich glaube, irgendwann im letzten Jahr, als diese Aktion von Heine war. Dann habe ich beim Medimops ein zweites Mal bestellt. Eigentlich wollte ich einige DVDs bestellen, auf die ich Lust hatte, die ich nicht da hatte. Oder die ich da hatte, aber gemerkt habe, dass sie eben zum Beispiel mit Werbung sind, weil ich sie damals eben auf DVD aufgenommen habe. Und ja, natürlich sind es dann nicht nur DVDs geblieben,
geblieben, sondern auch drei Bücher. Zum einen eben Sunset, was ich eben gezeigt habe, und dann noch ein Buch von Wilkie Collins, und zwar Die Frau in Weiß. Das ist ein Kriminalroman von Wilkie Collins, der uns ja im Grunde in Drood die Geschichte von Drood und Charles Dickens erzählt hat. So schließt sich jetzt wieder der Kreis. Ein Buch, das ich denke, dass wir auch in der Dan Simmons Lesegruppe lesen werden, vielleicht irgendwie im Sommer, Herbst. Da schauen wir einfach mal, wie wir da Lust haben. Ich bin jetzt ja nicht so die Krimi-Leserin, aber ich bin dennoch sehr gespannt auf diese Geschichte, die eben heißt, es ist ein viktorianischer Riesenkrimi, voll von pittoresken Schurken, Nacht und Nebel, Friedhofsgeheimnissen und Seelenfolter, weckt schönere Schau als die meisten Mordfabeln der Gegenwart. Was soll man dazu noch sagen? Ich bin mega gespannt. Und auch auf das nächste Buch, das vor einiger Zeit in aller Munde hier auf YouTube war, von Samantha Shannon, The Bone Season, Die Träumerin. Ein Buch, das eben ja sehr positive Stimmen hatte. Ich sehr gespannt bin, es lange auf der Wunschliste hatte, denn es geht hier auch so ein bisschen um Gedankenkontrolle und es klingt so ein bisschen dystopisch. Und ich bin einfach sehr, sehr neugierig auf die Geschichte. Ja, für Die Träumerin habe ich 5,60 Euro bezahlt, Die Frau in Weiß hat 2,70 Euro gekostet und Sunset von Stephen King 3,80 Euro. Das hatte ich, glaube ich, jetzt nicht mitgesagt. Und darauf freue ich mich ebenfalls sehr. So war ich dann auch in der letzten Aprilwoche sehr erfreut, als meine Postbotin feststellte, ach ja, Sie lesen doch gerne, gehen Sie doch mal mit. Die Deutsche Post hat zum Anlass des Welttag des Buches, und das ist sozusagen der Flyer dazu, ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen durch das Licht, verschenkt sie Bücher, vorwiegend Kinderbücher, beziehungsweise ein Kinderbuch, was eben verteilt wurde. Aber sie hatte eben auch so 10 unterschiedliche Erwachsenenromane dabei. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich den Auftakt einer neuen Reihe von Pierre Grimbert entdeckt habe, Die Götter. Der erste Teil ist Ruf der Krieger und ich war auch noch total happy, dass es der erste Teil war. Denn ich habe vom, das ist ein französischer Fantasy-Autor, von ihm habe ich damals Die Magier gelesen. Und Shari hat mich schon aufgeklärt, dass es noch eine Zwischengeschichte gibt, die man nicht unbedingt lesen muss, aber man dann eben sich hier spoilern würde für die andere Story, wenn man sie noch lesen wollen würde. Möchte ich nicht, dementsprechend freue ich mich sehr auf Die Götter, bin sehr, sehr gespannt, habe mich sehr gefreut, dass die Post so eine Aktion zum Welttag des Buches gemacht hat. Und dann zog bei mir ein kleiner Avell-Gutschein ein. Ich habe eine nette Mail bekommen, ob ich nicht ein bisschen was bestellen möchte, und das Unpacking habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Ansonsten packe ich es euch einfach nochmal in die Infobox. Und ich durfte mir ein paar Bücher aussuchen, also ich durfte mir alle aussuchen, hatte einen Gutschein und den Rest habe ich natürlich selbst bezahlt, was dann aber gar nicht mehr viel war. Und ich sage jetzt auch gar nicht mehr so viel zu den Büchern, wenn ihr da mehr Infos wollt, guckt bitte gerne euch das Video an. Zum einen ist Die Erbin eingezogen von Simona Arnstedt, ein Buch, von dem Paddy unglaublich geschwärmt hat und immer wieder schwärmt und immer wieder sagt, Steffi, das könnte dir gefallen. Ich bin mega gespannt auf dieses Buch, das ja in Schweden spielt und um eine Familiendynastie sich irgendwie handelt. Und ich habe mich von Paddy einfach anfixen lassen, bin sehr, sehr gespannt auf das Buch. So auch auf den Auftakt einer Reihe von Ralf Isau, von dem ich schon 3 Bücher gelesen habe, Die zerbrochene Welt. Ich bin sehr, sehr gespannt, um was es hier drin geht, denn es heißt hier so schön, was wäre, wenn die Welt in 1000 Stücke zerspringt? Magie, Abenteuer und Spannung. Der neue Ralf Isau ist fantastischer denn je zuvor. Ebenfalls mega, mega spannend. Und dann bin ich ja in Sherlock Holmes Fieber gekommen im letzten Monat. Und so sind jetzt die letzten 3 Bücher auch Sherlock Holmes Bücher. Zum einen eine zweisprachige Ausgabe mit den besten Geschichten zu Sherlock Holmes von Arthur Conan Doyle. Hier bin ich sehr, sehr gespannt auf die Stories. Es sind, glaube ich, 4 oder 5 Geschichten drin, sogar 6. Die werde ich auf jeden Fall lesen und finde es sehr schön, wenn links eben der englische Text steht und rechts der deutsche, dass man gegebenenfalls eben ins Deutsche switchen kann, wenn man irgendwie mit der englischen Sprache gerade überfordert ist. Und dann sind 2 echte Wälzer bei mir eingezogen aus dem Anaconda Verlag in einem wunderschönen Leinenumschlag. Farblich könnte man sich jetzt über das Grün so ein bisschen streiten, aber ja, auch das ist Sherlock Holmes. Zum einen die 4 großen Romane. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt schon mal irgendwo gelesen, dass sie nicht in der richtigen Reihenfolge drin stehen. Da muss ich mich mal schlau machen, bevor ich das Lesen anfange, wie die Geschichten entstanden sind. Und zum anderen eben die gesammelten Werke. Und natürlich wird sich jetzt
das ein oder andere, die ein oder andere Geschichte aus diesem Buch mit den besten Geschichten überschneiden. Aber ich würde da natürlich das Englische vorziehen und es hier drin dann überspringen. Und ja, ich finde, sie sind beide, also es sind wirkliche Brecher mit um die 1000 Seiten. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich diese doch recht günstig ergattert habe. Und ich werde jetzt mein Sherlock-Holmes-Fieber auf die Bücher demnächst ausweiten. Es ist jetzt nichts, was ich für unterwegs mitnehmen würde, diese Wälzer. Aber ich denke immer mal wieder eine Kurzgeschichte zwischendurch, wenn man vielleicht einfach irgendwo noch eine Stunde hat oder, ne, oder eine halbe, wo man sagt, oh, ich guck mal mit diesen Kurzgeschichten, die teilweise nicht mal 100 Seiten haben, also diese gesammelten Werke sozusagen, kann man nichts falsch machen. Wie gesagt, die Reihenfolge soll wohl nicht stimmen, wie sie in dem Buch ist. Dementsprechend werde ich jetzt mal gucken, dass ich mir dahinter vielleicht eine Notiz mache, wann welche Geschichte, wie in welcher Reihenfolge ich die lese, weil ich persönlich fände es schon irgendwie blöd, wenn Dinge passieren, die hier schon passiert sind, die aber dort erst passieren und dazwischen ist es noch nicht passiert. Versteht ihr, wie ich... Ja, dementsprechend, ich möchte mich ja nicht zu sehr verwirren und freue mich. Auch wenn ich jetzt nicht der große Detektiv- und Krimi-Leser bin, hat mir die Serie einfach so gut gefallen, dass ich einfach denke, ich möchte auch die Geschichten dazu lesen. Und sie werden nicht alle gut sein, gar keine Frage. Das ist auch keine Erwartungshaltung, die ich habe. Aber ich freue mich einfach darauf. Und so, ja, sind wir mit meinen Neuzugängen schon am Ende. Es sind wirklich sage und schreibe 30 geworden und ich habe mir für den Mai vorgenommen, dass meine Neuzugänge möglichst einstellig sein sollen. Ja, es hat mich selbst jetzt wirklich so ein bisschen überrascht, aber es war klar, wenn man zweimal bei Medimops bestellt, einmal bei Avel, einmal bei Thalia, Menge Exemplaren steht, es konnte gar nicht anderes sein, als dass es doch ein etwas höherer Berg an Büchern wird. Aber für den Mai habe ich mir vorgenommen, ja, wirklich vielleicht nur die 3-4 Neuerscheinungen, die herauskommen, zu lesen und zu kaufen. Also zu lesen natürlich mehr, aber diese mir dann im Grunde zu besorgen oder ne, sie dann als Rezi-Exemplar zu erhalten und ansonsten wirklich mich sehr zurückzuhalten. Und so wie ich die Neuerscheinungen im Juni sehe, könnte es auch nochmal ein ruhiger Monat werden. Und vielleicht gucke ich einfach ein bisschen weniger BookTube und lasse mich weniger anwichsen und gucke einfach mehr Serie. Dann wird es vielleicht nicht ganz so schlimm. Ja, ich finde es absolut in Ordnung und es sind ja auch Bücher, die auf jeden Fall gelesen werden, gar keine Frage. Ich lese ja auch relativ viel und von daher relativiert sich das dann, denke ich, einfach mal. Und ja, es sind einfach ein paar ganz, ganz tolle Bücher dabei und ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, kennt ihr vielleicht das eine oder andere Buch, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, vielleicht habt ihr auch Tipps, wo ich ja die Informationen für die Sherlock Holmes Bücher herbekomme, vielleicht seid ihr selbst Fan und könnt dazu ein bisschen was erzählen, würde ich mich auch sehr freuen und ja, vielleicht wollt ihr verraten, wie viele Neuzugänge es bei euch so waren in diesem Monat und ja, ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.